Ja, hallo zusammen, die Zerfluxkumpel 70 mit dem zweiten Ripley von X-Rigger X aus dem Clan Alcor mit dem 7er Premium TD der Deutschfraktion. Die Fletzekatze, jawohl, E25 hier auf Mannerheim-Linie. Ja, in einem 8er, 7er, 6er Battle fährt hier gleich auf den TD-Hügel rüber zum Aufklären. Ja. Und wie gesagt, wir haben hier 4 8er. 5 7er, 6 6er, dort zwei Heavys, 3 Mittlerpanzer, 9 TDs, ein Light, 0 mal die Art, die Munitionsverteilung, so wie im anderen Replay auch, 60 mal Premium Munition, APCR mit 194 Durchschlag und 35 Damage, kleines Medkit, großes Redkit und Schokolade als Ration für die Deutsche Crew. Eine Gunmarker da drauf, also drei Ringen, dann ist er ja auch wieder mit dem Zugpartner, unterstrich the, unterstrich German. Also für German einfach nur aus dem Clan RTS mit Bindestrich, selbstverständlich auch wieder den E25. Ja, zweimal Flitzekatze. Die Mission ist dieselbe, Jagdpanzer 10, versteckte Gefahr. Ist es überhaupt dieselbe? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann in Objekt 260 das Ziel. So viel schon mal dazu. Gegnerischer E25 nicht getroffen. Ja. Die Feldausrüstung hatte ich im ersten Replay vergessen. Das war ja auch ziemlich kurz mit 6 Minuten. Dies ist hier ein bisschen länger. So, jetzt hier den gegnerischen Light. 59-16. Ja, chinesischer Light. Oh, da prallt der E25 ab. Und jetzt kriegt er einen Kettentreffer von dem weiteren E25 der Gegenseite. 3 E25 auf beiden Seiten, wie ihr so sehen könnt. Na, ja, schauen wir mal so weiter. Wo war ich? Ach so, ja, bei der Feldausrüstung. Ja, das war auf Position 1 Zielführung, auf der Position 2 die Optik und auf Position 3 geräuscharmes Abgassystem. Ja, schauen wir mal. Dreht hier seine Kurven. Progetto 46, kommt da nicht drauf. Kann nichts aufklären. Oh, naja, da kommst du nicht hoch. Ich weiß, ich glaube, ich hat, hat woanders hingeguckt oder so. Ja, kleiner Fahrfehler vielleicht. Egal, ist ja gut ausgegangen. So, KV-3. Sima Heavy. Der russischen Fraktion der Gegenseite. Dann haben wir DS5. Auf den KV-3. Ja, Unterwanne penetriert. Zweiter prallt ab. Dritter prallt auch ab. Okay. DS5 steht hinter dem Hügel bzw. in der Senke. Da ist der E25 zwischen dem Bunker und dem Berg. Fährt er den Busch zurück? Ja, jetzt kommt er nicht drauf. Doch. Erster Hit, zweiter, dritter, ja, geht er natürlich, ja, auf, beziehungsweise wird gespottet, jetzt habe ich es doch gesagt wieder. Somit aber den ersten Kill, wird aufgeklärt, ne. So, KV-3 prallt ab, ja, an der Kanonenblende oder was. Meine Güte, es hat kurz geklingelt. Hier werden schon wieder Nettigkeiten im Chat ausgeteilt und herumgereicht. 2:2 steht es. Nee, da steht keiner. Der DS5 steht zu tief. Da kommt er nicht drauf. Ja. Erstmal weg. Woanders hin vielleicht. Ja, fährt er doch wieder zu seinem Zugpartner hoch auf den Berg. Mal schauen. Auf den TD-Berg. Kann gut sein. Nee. Oh, da wird er aufgeklärt. Von dem E25 wohl. Der dort hinten, jawohl, der da zwischen Berg und Bunker steht. Er dreht wieder um. Ist aber noch
Ja, gespottet, da muss er aufpassen. Jetzt ist er wieder zugegangen. 300 Hitpoints hat der Gegner schon E25 noch. So, TS5. Ja, war kurz im Crossfire zu sehen, aber er konnte nicht drauf zielen. Und jetzt ist das der TS5 wieder hinter dem kleinen Hügel da. 3:5 steht es. Ja, der Turm, ne? Ja, da wiggelt da mit der Wanne. Ja, da war nichts zu machen, ne? Der Indikator hat rot angezeigt. Kann man probieren, aber kann man auch gleich lassen. Naja, versucht mal klug. So, hier ist der gegnerische Light hier im Graben. Ja, da fährt er jetzt drauf zu. Ja, der Light prallt ab. Auto eben drauf. Zweiter Schuss. Ja, und mit dem dritten Schuss nimmt er den gegnerischen Light raus. So, T-34-85. Sechser mittlerer Panzer. Ach, sogar die M-Premium-Version. Oh, da fährt er drauf, fängt sich eine. Nimmt ihn aber dann mit dem zweiten Schuss raus. Dritter Kill. Ja, da ein bisschen Hitpoints eingebüßt hier. Von seinen 830 auf 524 geschrumpft. Interessant, fährt jetzt hier in die Senke und wird Proxy gespottet. Und der TS5 wollte ihn, ja, so gesagt, auf ihn draufstürzen und stürzt sich zu Tode. Oh, hier kommt AC Experimental. Ja, Rammschaden hier bei beiden. Und durch den schnelleren Reload kann er den AC Experimental rausnehmen. Vierter Kill. Ja, Hitpoints wieder ein bisschen geschrumpft auf 393. Damage sind wir angekommen, 615 geblockt, 333 Aufklärungsunterstützung, schon weitere Teammitglieder, 8:10 steht es. Der Zugpartner The German ist leider schon raus. Da sehen wir uns bei den Stats mal, was da so rumgekommen ist. Aber er ist ja noch hier im Bunde. Ui, ja, Achilles in die Seite, aber abgeprallt. Kettentreffer, wie immer so schön. Oh, hier oben, Progetta 46. Ja, da fängt er sich einen Schuss vom Progetto 46, 240 Hitpoints abgezogen. Nimmt dafür aber den Progetto raus. Fünfter Kill. 153 Hitpoints. 9:10. Ja, Progetto 46 war hier oben auf dem Hügel isoliert. Achilles hat ihn zwar so ein bisschen gedeckt, aber nicht so richtig. Oh, der hat sich schön eine eingefangen. 517 gab es da Aufklärungsschaden. Von der Su-130 BAM übrigens, die auf C2 steht. Ja, nochmal Blindschüsse da in den Busch, aber glaube ich nicht. Nee. So, nicht ganz 5,5 Minuten noch. Oder noch 5,5 Minuten zu spielen. Da oben steht der Achilles, aber hinterm Bunker. Und die Su-130 BM nimmt den Achilles raus. So, dann haben wir noch einen zweiten Achilles. Der ist noch full life. Su-130 BM fängt sich einen kleinen Schuss von Achilles, verschießt aber selber. Ja, da kommt Ihnen jetzt gleich eine Idee, schätze ich wohl. Oder? Ja, genau, das dachte ich mir auch so. Da, na, kommt er nicht hoch? Doch.
Aber der Achilles hat auch schon einen gefangen bekommen von so 130 PM. Ja, hat nichts davon. Auto eben drauf, runterjumpen, Einschuss rein und wegrammen. Sechster Kill, Krieger in der Tasche. Ja, das wäre fast schief gegangen. Nur noch 42 Hitpoints. Aber kriege ich schon mal eine Tasche. Oh, bei der 130 PM ist irgendwas abgeprallt. Ja, die 130 PM traut sich nicht weiter vor. Oh, da unten in der Senke. T-832. Ach du meine Güte, den kenne ich ja gar nicht. Achter Heavy. Ist das wieder so ein Premium-Panzer? Den kenne ich nämlich gar nicht. Naja, ist auch egal. Ist da genau in diesem Graben drin, ne? Gestern habe ich das Replay schon mal aufgenommen. Und genau an der Stelle ist es auf einmal ausgegangen. Ganz kurios. Oder wurde beziehungsweise nicht ausgegangen. Ist klein geworden. Und danach habe ich Besuch bekommen und konnte ich nicht wieder weiter aufnehmen. Somit einen Tag später nehme ich das zweite Replay hier von X-Rigger X-Ra auf. Ja, auf dem Achter wird er wohl schlecht am Turm durchkommen. Ja, er fährt ein bisschen näher ran. Aber der T832 will nicht vorfahren. Ja, hinfahren kann er mit 42 Hitpoints nicht mehr. Das wird nichts. So. Sorry. Nee, er lässt auch davon ab. Das macht keinen Sinn. Versucht hier noch aufzuklären. Vielleicht den Stritzwagen, dass ihm. Ja, da geht er wieder auf. Aber nee, das wird nicht reichen. Den Plan kannst du verwerfen. So 130 PM ist jetzt vorausgefahren. Ja, lass dich nicht verleiten. Das wird nichts werden. Er lässt sich auch nicht beirren und fährt da weiter. So, Stritzwang S1 hat wohl gerade auf die 130 PM geschossen. Und da geht die 130 PM raus. 11 zu 11. Haben wir noch den KV-3? Ja. Ah, zweiter breiten wir mal wieder ab. Dritter Schuss kommt da nicht drauf. Aber der KV-3 registriert gar nicht. Abpraller, wieder ein Abpraller, schade. Bisschen Kettentreffer. Aber jetzt. Wieder ein Abpraller. Jetzt die Unterwanne. KV-3 ist zwar zugegangen, aber ja, der ist da nicht mehr weggekommen. Und somit konnte der KV-3 blind rausnehmen. Siebter Kill. Zu 11. Eine Minute noch zu spielen. Ticke, tacke, ticke, tacke, ticke, tacke. Da leuchtet die Red Immortals schon. Ja. T25 AT kommt zur Hilfe. Wir sind bei 2714 Damage, 765 geblockt, 862 auf der Unterstützungsschaden. Da hinten ist der Stritzwagen. Wie ein anderer großer YouTuber sagt, immer Streuselwagen. Ja, die letzten Sekunden hier, 12 Sekunden noch. Und hier, ja, Stritzwagen geht raus und der Scorpion, 8er Premium TD. Und, oder Light.
Nein, TD. Ja, raus damit. Jetzt verquatsche ich mich noch. 8er Kill, Red Waters und wir sehen uns in den Stats. Sehr schön. So, dann kommen wir zu den Sets und wie ihr seht, hat er das Replay bei WOT Record hochgeladen. Ja, WOT Replays hat wohl irgendeinen Bug und nimmt die Replays nicht an. Ist auch ganz egal. Und wie ihr seht, ist das die Nummer 2 am Tag. Damit meint er die Redley Waters, wie es auch in der Überschrift steht. Ja, da habe ich mich am Ende noch verquatscht. Und natürlich ist das der 8er Premium TD der Amerikaner, den er mit der letzten Sekunde weggerammt hat. Und dann haben wir hier das Panzerass, dann haben wir Duelland, Auge um Auge, wirkungsvoller Schläger, 138.927 Credits, XP kommen wir später, Redley Waters für die 8 Kills und ab dem 6. Kill natürlich die Kriegermedaille. Gehen wir in die Teamauswertung, 3067 Damage, 8 Kills, 1477 Basis-XP, fast ähnlich wie im Vorreplay, da waren es 3061 Damage, also nur 6 Damage mehr. Und XP auch ähnlich, da hat er 10 XP mehr. So, der German hier hat 1057 Damage, 506 Basis-XP, gehen wir mal ausführlichen Bericht. 44 Mal geschossen, 34 Mal getroffen, 24 Mal durchschlagen, 637 Damage über 300 Meter, 765 abgewehrt und also geblockt. Und dann haben wir Aufklärungsunterstützungsschaden 871, macht einen kombinierten Schaden von 3832. Auch der ist ähnlich natürlich. Na, im letzten Replay waren es bei 3518. Ist aber auch ganz egal. Ja, Strecke hier fast 6 Kilometer, 5,7 um genau zu sagen. Da haben wir 86.829 Credits. Der Bonus für persönliche Reserven 43.415. Macht eben 130.244 abzüglich Repair, Munition. Und Rationen sind 18.397 Credits. Miese, das Ganze, ja, 3 Sekunden waren es, hat es gezählt, aber man hat gesehen, in der letzten Sekunde wird es wohl gewesen sein. Also es war, sagen wir mal, letzte Sekunde, aber das Spiel hier, ja, 57 Sekunden. Kann man sich streiten jetzt, ne? Ist egal, letzte Sekunde, wir lassen das mal so stehen. Und dann haben wir hier die Basis XP plus Siegbonus. 2215, 111 freie Erfahrung, dann Bonus fürs Premium-Fahrzeug 443, dann Bonus für persönliche Reserven 2115 XP, macht 4874 XP und 111 freie Erfahrung. Ja, 2 schöne Runde hier von X-Williger X. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 2x Flitzekatze und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.